Was schaffst du? Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt eigentlich schon, ist das wie beim Lebkuchen, darf man jetzt schon Weihnachtslieder singen? Etze. Hm? Oh, hör mir auf, ey. Müsste man schon so Klingeln einspielen? So Schellen? Diese Ja. Woche war es das erste Mal. Was? Da habe ich es gehört. Wo? Ja, das Lied. Jingle Bells? Na. Was denn da? Stille Nacht bestimmt nicht. George Michael. Oh! Heute natürlich, habt ihr ja schon gelesen, haben wir das Warsteiner Weihnachtsbier, das momentan überall in den Getränkemärkten zu finden ist. Genau das. Das ist eine Sonderedition von Warsteiner. Ach komm, lass uns mal vorlesen, was hinten drauf steht. Wenn es draußen eisig kalt und drinnen gemütlich warm wird, ist es Zeit für Warsteiner Weihnacht. Das Feierabendbier des Weihnachtsmanns. Was? Ein Satz, den ich nicht. Mit bernsteinfarbenem Glanz und herzhaften Malzaromen weckt dieses weihnachtliche Festbier echte Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres. Das 12,6% Alkoholvolumen. ist echt mächtig, ne? Das geht schon fast Richtung Bockbier. Und 5,6. Was? 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 Nee, 5,6 ist ganz schön stark. Na, das geht doch noch. Naja. Und Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakte als Zutaten. Und natürlich haben wir Schneeflocken und den Weihnachtsmann auf dem Etikett. Tja, bei uns trinkt es das Christkind. Stimmt. Ja. Also können wir gar nicht verkaufen hier eigentlich. Schon wieder diese. Aber Naja. wohl, ich meine, es ist alles, ist doch alles wurscht. Es ist alles heidnisch, oder? Ist nicht das. Ist nicht. Nee, ich kenne mich da nicht aus. Aber das Kennst du Christ. dich aus mit Weihnachten und so? Also mit Weihnachtstraditions. Also ein paar Dinge kenne ich schon. Ich kann auch die Weihnachtsgeschichte, könnte ich dir notfalls erzählen. Aber ich Die glaube, die kriegst du auch nicht zusammen, oder? Weihnachtsgeschichte, war das. Jetzt kommt's. Weihnachtsgeschichte, das. Ach, du meinst die biblische Weihnachtsgeschichte? Ja, Ah, so freilich. ja, die kenne ich auch. Was schon, wo der Heilige Geist die anderen Die. angeschossen hat und so, ne? Ich hatte mal eine heiße Diskussion mit den Zeugen Jehovas, die mal bei mir geklingelt haben. Ich habe sie ja mal reingelassen. Rein! Ja, natürlich. Ich hab gesagt, Mensch, ja klar, kommen Sie doch rein, wollen Sie einen Kaffee und Tee? Na, Mal Tee war es, das glaube hast du ich. gemacht? Ja, da war ich in meiner rebellischen Phase und hatte einfach Lust, mich mal so richtig auseinanderzusetzen. Mit was? Ja, Mit dem Zeugen oder mit dem beidem. Zeug? Natürlich mit dem, was die halt so. Und dann haben die mir, war ja alles ganz, nein, es sind wirklich, Das sind, kann ich jetzt nicht jetzt muss glauben. man mal sagen, es sind halt einfach auch nur Menschen, die haben halt, Ja. die machen halt einen Scheiß, aber es sind halt auch nur Menschen. Das. Und mit denen habe ich mich unterhalten und die haben mir Bibelzitate links und rechts um die Ohren gepfeffert. Und die Augen geöffnet. Nee, ganz im Gegenteil. Als es dann zum Thema vorehelichen Sex kam, Echt, das habt ihr diskutiert? sind sie dann irgendwann freiwillig auch gegangen. Echt? Ja, bist du recht detailliert vorgegangen. Naja, entweder man redet oder man redet nicht. Also du hast von deinen vorehelichen Geschichten erzählt, oder was? Und dass es dir gar nicht geschadet hat, Ja, ne? genau. Jetzt mal wieder zurück zum Thema. Die Leute sind doch nicht wegen unserem Quatsch da, die wollen etwas über das Bier wissen. Warsteiner Weihnacht heißt das Bier. Machen wir es auf? Ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Du willst was zum Köpsel sagen? Der ist kitschig. Der ist kitschig. Das Um habe ich gesagt. Gottes Willen, es kann ja nicht wahr sein. Schau dir mal diesen roten, Nee, nasigen, das ist ja wie fettbackigen. Coca-Cola. Ja, Das wie ist so ja, ein fettbackiger der ist, Zwerg. der hat halt statt einer Cola-Flasche ein Bierglas in der Hand. Wahrscheinlich ist es ein Konzern. Ey, das ist ja unglaublich, sieht genauso aus. Oh, Ja. das ist ja schon wieder. Tja. Gut, aber ansonsten haben wir keine Vorurteile, wie ihr hört und merkt. Wir bleiben total unvoreingenommen, was nicht? haben Bernsteinfarben ist mir jetzt haben. Bernsteinfarben. Das ist schon ganz schön malzdunkel. Naja, das war klar eigentlich. Dunkelmalzig. Off-White schauen, nicht ganz weiß, braun, Oh, aber der ist rot. schon gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt Ja. sagen.
Alter Schwede, das riecht wie Dominosteine. Das stimmt. Das Blöde ist immer, wenn du vorher das schon sagst, dann habe ich eigentlich gar keine Chance mehr, weil mein Hirn dann schon auf Dominostein getriggert ist. Ne? Magst du die eigentlich? Ich mag die. Genauso riecht es. Aber es, also es oder wie es auch riecht, diese Lebkuchenherzen, diese Schokoherzen, ach Gott, genauso riecht es. Was du alles isst. Genauso riecht es. Aus der Kindheit, also es riecht. Oh. Aber ich finde, es ist ja so ein ultra-teigig riecht. Ja, aber es ist irgendwie so ein komischer Beigeruch dabei. Sehr süß, teigig. Findest du nett? Ich finde irgendwas Unangenehmes. Irgendwas so jetzt stinkert. Jetzt ist übrigens der Dominostein weg. Irgendwas stinkert. Stinkert? Ja, es stinkert, würde ich jetzt sagen. Also na, ich finde es riecht. Na, ich finde es. Nee, das riecht wie ein. Das riecht wie wenn man Teig, also wenn man so Plätzchenteig, als wäre noch irgendwas drin, sowas wie. Wie heißt denn das, was man so dazu macht? So Extrakt. Ich mag nicht. Likör, wie heißt denn das? Was man da so dazu macht. Ich bin nicht der Plätzchenbäcker. Also wie so ein, nicht keine Amaretto Ahnung. Auch nicht, sondern jetzt wird's anders. Und es riecht sehr schokoladig, finde ich. Das ändert jetzt in einer Tour seinen Geruch, ne? Ja, es riecht spannend. Wie diese Vollmilchschokolade auf diesen Herzchen-Lebkuchen, finde ich. Aus dem Adventskalender. Nein, diese, kennst du die nicht in der Packung? Die sind so groß. Ja, diese Lebkuchenherzen heißen die. Wo innen dann so ein bisschen Marmelade ja, genau. drin ist. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was er meint. Das sind Dinge aus meiner Kindheit. Genauso riecht es. Es riecht sehr süß und sehr plätzchenartig. Also das, ja. Das finde ich passt. Also muss ich sagen, wenn ich ein Weihnachtsbier vor mir habe, dann muss ich sagen, es passt. Für mich passt das. Okay, Prost. Frohe Weihnachten. Ne? Ich finde es so kitschig, weil da Weihnacht draufsteht. Herzhaft, malzig. Malzig, ja, herzhaft finde ich nicht. Es ist süß-malzig. Der stark ist malzig. Ganz am Schluss, ne? Stark malzig. Eieiei. Aber ganz ehrlich, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Ist ja gutes Bier, aber ich finde die Drinkability ist nicht so meins. Nein, da muss ich jetzt sagen, da was jetzt da eins. Tatsächlich dazu passen würde, ist jetzt irgend so ein Lebkuchenteil. Also sowas Schweres. Das passt tatsächlich auch dazu. Es ist zwar eh schon schwer und der Körper ist eh schon voll und mächtig, aber das macht, ich finde, es macht nichts. Wenn dann gleich irgendwie die richtige. Würdest du davon ein zweites trinken? Also ich weiß nicht, ist es irgendwie so. Mir ist es zu arg von der Würzigkeit her. Ich finde es gar nicht so würzig. Nein, ich finde, na, es ist mir zu. Malzig. Ich finde, es ist wirklich malzig. Es ist sehr süß. Also süßlich. Aber hinten raus. Jetzt kommt der. Hinten raus. Ja, das. Hat man diese. Da ist es würzig. Und zwar erinnert es mich. Euch. Nee, das ist so. Das ist gar nicht. Ich finde es gar nicht. Das hat so einen Koriander-Touch. Also gemahlen. So ein. Das hat's. Ja. Ja, aber das ist jetzt so mein ganz persönlicher Eindruck. Es triggert mich nicht an, dass ich jetzt gerne mehr haben hinten wollte. Hinten raus ist es ein bisschen wie so ein. Wie so ein scharf angebratenes Plätzchen. Also so Plätzchen, das so ein bisschen zu lang im Ofen. Nee, nicht zu lang, aber ich mag ja immer eher so die hellen. Wie sind bei dir? Ich mag immer, wenn der Teig noch schön hell ist. Wenn es dann aber zu lang drin ist und schon so richtig röschbraun ist, nicht verbrannt, aber richtig braun, das ist hinten raus, finde ich. Mhm. Zu viel Röstaroma, sozusagen. Mhm. Das ist. Nee, mir meinst du es nicht so. Nee, nicht so viel. Also ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist von der Art her gut, aber es ist nicht mein Bier, bin ich ganz ehrlich. Das, was heißt
mein Bier. Es ist ein Weihnachtsbier, es ist genau dafür gebraut und ich finde in allen, ich finde tatsächlich in allen Belangen passt es zu dem, was ich hier auf den Etiketten und auf der Aufmachung sehe. Ich finde, es passt alles zusammen. Da passt sogar dieser schnulzige Weihnachtsmann. Der Kitscho. Naja, nee, der passt nicht dazu. Der passt nicht dazu. Aber ansonsten finde ich, das ist für mich ein gar kein so... Also ich finde es ein gelungenes Weihnachtsbier. Doch, muss ich jetzt mal sagen. Ich finde es okay, aber ich glaube trotzdem, dass es vielen der Abgang, dieser würzig, für mich ist der würzig. Das schwingt die ganze Zeit nach und ich sag's dir, da trinkst du eins und beim zweiten denkst du, nein, jetzt nimm mir lieber was Leichteres. Ja, aber das Wechsel, aber das ist doch, ich stell mir da einfach, ich stell mir vor. Das Kaminfeuer knistert und du gehst irgendwie, du hast irgendwie deine Plätzchen, deine Lebkuchen und. Der hat nicht einmal einen Kamin. Ja, mach doch nichts, das kann ich mir doch vorstellen. Und dann sitzt du da so und dann im trauten Familienkreis, alle verstehen sich natürlich, ne? Ist eine Familie, wo sich alle verstehen. Und dann die Mutter stellt dann irgendwie so irgendwie Plätzchen dann so hin. Und ach, dann sitzt man da so und es knistert im Hintergrund und es ist warm und die Wärme. Und dann bringt die Mutter auch gleich noch so ein schönes... Weihnachtsbier, sagt sie, schau mal, was es gerade gibt. Die Köpsel hat vorher weg. Ja. Warsteiner Weihnachtsbier, sagt sie dann, stellt es so hin und dann denkt man sich so, ach, Warsteiner Weihnachtsbier, Mutter hat halt gefragt, ich hätte was gesagt, ich hätte was Gescheites gesagt. Dieses Ding. Und dann zusammen mit dem Lebkuchen und dem Plätzchen, aber kommst du plötzlich drauf, Mensch, das passt irgendwie alles gut zusammen. Und du denkst dir, Steine, das habt ihr gar nicht so schlecht gemacht. Das spreche ich dem nicht ab. So stelle ich mir das vor. Gut, was schätzen? Also was geben wir? Ich denke 4 Köpsel werden das schon mal. Was? Nachdem wie du gesprochen hast? Ich sage ja, das ist mir. Es ist nicht mein Bier. Ich finde, es ist gut gemacht, aber es ist ja, nicht zwischen mein drei, Bier. Also auf jeden Fall ja. 3,5 und... Unser Studio fällt zusammen. Jetzt erst mal da oben ist eine Maus oder so. Ja. Meinst du, der Rest bleibt noch hängen? Oder? Hat es doch schon alles gegeben, dass Studios in sich zusammengefallen sind. 3,5 mindestens. Vielleicht werden es auch 4. Ich glaube, dass das 4 kriegt. Wahrscheinlich, das passt. Das kann man trinken. Wir sind gespannt auf eure Meinung zum Warsteiner Weihnachtsbier. Schreibt es halt mal da unten drunter. Sag mal, Wunschliste schon fertig für Weihnachten? Meine Wunschliste? Ja, ich weiß nicht, was ich dir schenken soll. Oh, schenk mal einen Stringtanker wie letztes Jahr. Passt der noch oder ist der schon durchdrehen? Ist der Schnüller schon durch? Durch. Das ist aber, weil du dir immer an den... Also, ich habe da schon gesagt, du darfst da nicht so, wenn du es rasierst, dann jeden Tag, weil sonst ist das ja wie jetzt Reibeisen. Jetzt habe ich da überlegt, wie wie Reibeisen. Das ist kein Wunder, dass ich das durchscheuert. Du musst schon drauf achten, weil sonst ist nichts. Ja. Ja, irgendwie sowas halt wieder. Gut. Was willst du da nicht, du? Ja, der kriegt was zu essen. Ach komm jetzt, schon wieder. Jedes Jahr das Gleiche. Ne? Ihm schmeckt es halt. Ja. Sicht mehr. Du kannst mal auch irgendwie so eine Heilfastenkur schenken oder sowas. Lass mich kurz überlegen, nein. Also wenn du jetzt wirklich planst, alle Zelte abzubrechen. Mit mir so. Genau sowas, ne? Wenn du sagst so, ach, die Freundschaft geht eh schon viel zu lang. Genau, so. Dann kannst du mir ganz so ein Heilfastenpaket schenken. Genau, so ein ganz teures Hotel, wo du gar so, nicht anders kannst und dann kommst du hin und da ist dann Diät. Nee, irgendwas was am besten noch was Esoterisches dazu, sowas wie Vollmondheilfasten oder sowas. Mit Bäume umarmen. Mit Bäume umarmen, ja, doch. Bäume, ja, das wäre toll. Jetzt kommt's.
Gibt es noch ein wenig Nachschlag? Der Teig kommt immer mehr durch. Ich finde, es hat immer irgendwas von der Bowle jetzt dann, weißt du, so eine Weihnachtsbowle. Eine Weihnachtsbowle mit Bier. Das ist doch eine Idee. Oder? Das machen wir mal. Wir sind voll wie die Eimer dann. Es wird schrecklich enden. Aber ey, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ne? Für uns? Nee, für euch. Oder eure Liebsten. Ah, ich für uns. Es gibt auch in anderen Farben. Ja, es gibt auch für Frauen und so. Wir müssen jetzt mal unser Studio reparieren. Macht's mal gut, ne? Tschüss, servus.